Ja, heute kommt endlich mal wieder ein Haul. Aber bevor ich zum Haul komme, erzähle ich euch mal kurz eine Geschichte. Und zwar, ich habe gerade schon das Haul-Video gedreht. Und dann hat mir mein Camcorder, mit dem ich gerade filme, hat mir angezeigt, dass die Speicherkarte voll ist. Habe ich die Speicherkarte in den Laptop reingetan und wollte ich mir eigentlich das Video mal kurz anschauen, wie das so ist. Und plötzlich zeigt mir Windows Media Player an. Dieses Video kann nicht abgespielt werden. Ich so, ach du Scheiße, nein, ne? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Gehe ich auf Windows Movie Maker, will mit dem das abspielen. Funktioniert auch nicht. Ihr wisst nicht, wie lange ich brauchte und wie lange ich die Kamera angeflucht habe. Und die SD-Karte, das hört sich jetzt bescheuert an, ist aber so. Ich habe die Kamera angeflucht, ich habe die SD-Karte angeflucht und ja, auf jeden Fall, ja, wir kommen jetzt zum Haul. Ich glaube mal, das interessiert euch mehr und ich hoffe, dieses Video klappt auch jetzt und ja, auf jeden Fall. Ich war gerade in der Stadt, also ich bin, ja, also eigentlich frisch gekommen. Und ich wollte jetzt euch den Haul zeigen. Ich war nur in zwei Geschäften, weil ich auch nur kurz, weil eigentlich war es auch gar nicht geplant, dass ich in die Stadt gehe. Aber egal. Also ich war bei Rossmann und ja. Und da habe ich mir so einiges geholt. Einen Teil habe ich von meiner Schwester geholt. Und das zeige ich euch aber jetzt nicht, weil sie guckt auch meine Videos und dann ist die. Diese Überraschung im Arsch. Sorry, aber ist so. Fangen wir an. Und zwar, ich habe mir eine Deo-Ecke, dieses Pink Kiss, geholt. Ich habe davon schon das Duschgel. Und ich finde das richtig, richtig cool. Das riecht so richtig wild. Und ja, da steht es auch nochmal. Ganz oben. Dusch das Pink Kiss Deo-Spray. Mit wildfruchtigem Duft lässt dich den ganzen Tag frisch, flirty und frisch fühlen. Und das stimmt. Das Duschgel ist sogar so geil und das hier auch. Ah, Hammer. Dann geht's weiter. Oh, ach ja, den Preis. Das hat gekostet 1,35. Dann geht's weiter und zwar, ihr kennt ja bestimmt auch andere YouTuber. Und die zeigen ja meistens auch ihre Schminksammlung. Und ja, in der Schminksammlung da sieht man ja auch die Lippenprodukte. Und ich mache dann immer Pause, während die irgendetwas, irgend so ein Kästchen in der Schminkecke zeigen. Also so eine Box. Wenn die das genau zeigen, dann mache ich immer kurz Stopp, damit ich sehen kann, was die da so drin haben. Und ja, ich habe bei den Lippenprodukten habe ich Carmex gefunden. Ich kenne Carmex schon länger. Also ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich kannte Carmex schon, wollte es mir eigentlich aber auch nie kaufen, weil ich dachte so, vielleicht ist das nicht gut und so. Und dann habe ich gesehen, das haben recht viele und ja, deshalb dachte ich mir, okay, hole ich es mir auch mal und das hat 1,99 gekostet. Und ja, dann habe ich mir von Essence was geholt. Und zwar ein Smoky Eyes Brush. Dann zeige ich euch gleich von oben, wie er oben aussieht. Ja, also das ist ein verblendender Pinsel. Also da steht es auch, trag einen hellen Essence-Lidschatten auf das gesamte bewegliche Lid auf. Am einfachsten geht dies mit einem Essence-Lidschatten-Applikator. Zweitens, verwende einen dunklen Lidschatten für die Lidfalte. Dann drittens, mit dem Essence Smoky Eyes Pinsel kannst du nun die Übergänge zwischen den beiden Lidschatten ganz einfach verwischen. Also ein verblendeter Pinsel. Und ich zeige ihn euch mal.
hole den einfach mal raus. Dann seht ihr die Farbe eher. Moment. Weil ich wollte schon länger einen Verblendepinsel, habe aber nie einen richtig guten und schönen gefunden. Und deshalb dachte ich, ach komm, wartest du erstmal. Dann sehe ich da so irgendwas an. Das sind ja immer solche Pinselecken. Von, wie heißt es, von Rouge-Pinsel oder so. Und dann habe ich da gesehen, da stand noch irgendwas mit Pinsel. Habt ihr da, der war richtig, eigentlich so richtig innen drin. Also den hat man wirklich auf den ersten Blick gar nicht gesehen. So sieht er aus. Sorry, das war mal im Unterricht, Leute. Wie ihr seht, ist er lila. Huch. So. Also lila. Und der fühlt sich auch so schön weich an. Und so richtig, richtig schön. Voll schön. Ja, ich mit meinem voll schön. Der hat 1,25 gekostet. Und dann geht es auch schon zum vorletzten Teil. Einen Teil will ich euch, wie gesagt, nicht zeigen, weil das für meine Schwester eigentlich eine Überraschung sein soll zum Geburtstag. Und deshalb, sie schaut auch meine Videos und ich will es nicht so gerne die Überraschung verderben. Von daher, zeige ich es euch einfach nicht. Dann habe ich mir dieses Quattro geholt. Das ist mein allererstes Essensquattro. Ja, wird so unbequem auf dem Boden. Also wie gesagt, mein allererstes Essenskarton. Ihr seht euch. Ach, wartet. Moment. Da seht ihr den Bildschirm und da die Kamera. Also wie gesagt, mein Essenskarton. Und das hat gekostet... Moment, ich such's gerade mal. 2,95. Ja, geh schon auf. Da. So sieht es aus. Das sind die Farben. Also ich wollte eher so ein matte, also nein, nicht matte, sondern unauffälliges Quattro. Weil diese gelben oder grünen oder so Quattros, damit kann ich nichts anfangen, weil die so recht knallig sind. Hier ist so ein Beige. Also richtig, richtig schön. Und das ist das Quattro 07 over the Taupe. Ich kann das nicht aussprechen. Taupe oder Tube oder sonst irgendwie. Egal. Und das war's von meinem Rossmann Haul. Jetzt geht's zu Teddy. Ja, also wer jetzt sagt, oh, Teddy ist doch voll billig Laden. Ist es auch. Aber ich finde, Teddy hat ab und zu bei einigen Sachen auch richtig gute Qualität und ich hatte eigentlich meine richtig kleine Handtasche mit, aber ich habe es auch gar nicht geplant, sowas zu kaufen. Und wie ihr ja schon hört, Glas. Auf jeden Fall, deshalb habe ich mir noch eine extra Tasche gekauft für 75 Cent, so eine richtige Stofftasche. Hui! Damit das Glas auch hält und überlebt. Ich nehme es mal am besten raus. So, jetzt kann ich es euch besser zeigen. Und zwar da oben, also wie ihr es ja seht, steht drauf Teddy und da oben, ich glaube mal, das ist so eine Extratasche. Die gibt es eigentlich bei uns nicht so oft. Also ich habe die zum ersten Mal gesehen. Da steht drauf, heute schon an morgen denken, umweltbewusst einkaufen. Ja, also das ist so eine richtige Stofftasche. Hinten ist gar nichts drauf. Und also was ihr gerade gehört habt, das zeige ich euch. Zeige ich euch mal. Und zwar das ist so ein Tellerchen. Also so eine Hand breit und Hand groß. Und hat
2 Euro. Warte mal, ich hole mal den Kassenbon. Der Kassenbon, der ist richtig kurz. Da könnt ihr auch noch mal sehen. Ja, super. Da. Hat 2 Euro gekostet. Und er ist nicht richtig groß. Er ist nicht richtig, wirklich groß. Und er hat solche drei, ja, damit er stehen kann, solche drei Dinger. Und ich finde ihn richtig, richtig schön. Und zwar ist er ganz normal und so, aber naja. Ich finde ihn schön zum Zimmer dekorieren. Dann habe ich mir dazu noch passend solche Steine geholt. Und zwar Deko-Granulat. 2000 Gramm sind da drin und das hat 1,50 gekostet. Passend zum Zimmer, schwarz. Und ja. Das sind so kleine Steine. Und das ist auch nochmal 1,50. Und ja. Dann habe ich mir nur noch so zur Dekoration, damit das gleich nicht so wirklich verlassen aussieht, weil ich habe jetzt nicht viel gekauft, habe ich mir noch so einen kleinen Buddha gekauft. Weil mein Zimmer ist ja, besteht ja eigentlich aus Buddha. Da ist einer aufgehangen. Und da klebt einer. Also könnt ihr euch nochmal mein Roomtour-Video ansehen. Einfach auf den Kanal gehen und dann Roomtour suchen. Also ist nicht alt das Video. Recht neu, noch von diesem Jahr. Und ja, dann seht ihr auch, ich habe Buddhas aufgeklebt. Deshalb, der passt auch, weil er so silber, schimmerig Gold ist. Und ja, der hat. Einen Euro gekostet. Das war's auch von meinem Haul. Ich habe nichts vergessen. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch mindestens ein bisschen gefallen. Ich kann euch ja gleich nochmal aufnehmen, wie mein Tellerchen fertig aussieht. Und huch. Ja, bevor ich hier noch was kaputt mache, sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal im nächsten Video.